Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Dr. Christian Koch. Unsere Stammzuschauer, die werden sich garantiert an Sie erinnern. Wir saßen ja schon einmal zusammen, das war Anfang 2005. Sie haben ein Verfahren zur Dieselgewinnung vorgestellt, worauf Sie auch ein Patent haben. Sie haben es heute mitgebracht. Und dieses Verfahren war damals richtig revolutionär. Ich könnte mir vorstellen, inzwischen müssten Sie Millionär sein bei diesen Dieselpreisen, oder? Ja, man könnte den Eindruck bekommen, wir haben auch eine Vielzahl von unterschriebenen Verträgen. Und trotzdem ließ sich in Deutschland nicht ein einziger Anlage umsetzen. Wir haben ja nicht nur Freunde dieses Verfahrens, die das Verfahren realisieren wollen, sondern wir haben auch eine Zentralstelle, die dieses Verfahren so konsequent in Deutschland verhindert hat, insbesondere auch durch die Banken, dass wir nur im Ausland Anlagen bauen konnten. Das wollen wir nachher noch ein bisschen vertiefen, Herr Dr. Koch. Deshalb sind Sie heute hier. Ihre Methode wirkt wirklich verblüffend einfach. Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb geht es Ihnen so wie dem berühmten Prophet im eigenen Land. Es sind ganz besondere Erinnerungsschreiben. Christian Koch hat schon überlegt, sie einrahmen zu lassen. Sie stammen aus dem Bundeskanzleramt, dem Wirtschaftsministerium und dem Umweltministerium. Ablehnungsschreiben von höchster Stelle autorisiert aus dem Jahr 2003. Inzwischen hat das Land zwar eine Kanzlerin, der Benzinpreis aber hat Rekordniveau erreicht. Allein der Dieselpreis hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Christian Koch produziert seinen eigenen Alternativdieselkraftstoff aus biologischen und mineralischen Abfällen, zum Beispiel aus Kunststoffmüll. Der wird geschreddert und mit einem speziellen Katalysator versetzt in eine Ölturbine geschüttet. Ohne Energie von außen, sondern allein durch Reibung, erhitzt sich die Turbine auf bis zu 320 Grad. Als Reaktionsprodukt entsteht dampfförmiger Diesel. Dieser kondensiert dann zu reinem Dieselöl bester Qualität. Die Idee ist nicht neu. Aber statt die Kohlenwasserstoffketten des Abfalls zu zerstören, trennt Christian Koch sie mit seinem Spezialkatalysator in der Turbine. Zugleich die einzige Möglichkeit, diese Stoffe umweltfreundlich zu entsorgen. 5 Millionen Euro betrugen die Entwicklungskosten. Staatliche Fördergelder hat der kreative Erfinder nicht bekommen. Dafür ist man in Kanada, Mexiko, Bulgarien und Spanien begeistert vom Recycling-Dieselpatent. Hierzulande scheint man seine Idee eher zu fürchten. Dabei entwickelt die Autoindustrie auch den Dieselmotor immer weiter. Zugleich erforscht sie für viel Geld neue Motorenkonzepte. Und das, obwohl Experten schon lange erkannt haben, dass die größten Entwicklungsreserven in Zukunft nicht im Motor liegen, sondern bei alternativen Spritkonzepten. Alles andere ist für den Normalkonsumenten nicht bezahlbar. Christian Koch müsste also mit seinem Recycling-Diesel der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Seine Vorzeigeraffinerie im sächsischen Eppendorf soll demnächst dann auch Besuch erhalten. Entsprechende Regierungsstellen haben inzwischen Kontakt zu ihm aufgenommen. Den Ordner mit den Ablehnungsschreiben von höchster Stelle sollte Christian Koch trotzdem aufheben. Er könnte bald ein wertvolles Souvenir sein. Ich habe dieses wertvolle Souvenir hier auf dem Tisch liegen, Herr Dr. Koch. Um das Ganze noch mal richtig zu verstehen, das Vorbild für Ihr Patent ist eigentlich die Mutter Erde, oder? Die Mutter Erde hatte ja eine Vielzahl von Entsorgungsproblemen. Die organische Materie, die nach der Erfindung der Photosynthese reichlich vorhanden war, starb ab und die Erde musste das entsprechend von der Erde beseitigen. Und das hat sie getan, indem sie Erdöl gebildet hat. Erdöl ist das Vorbild für die Entsorgung, nicht die Verbrennung. Mitgebracht haben Sie sozusagen den Katalysator für Ihr Verfahren. Dieser Katalysator ist ein ähnlicher Katalysator, wie es auch die Erde verwendet hat. Die Ozeane waren also mit diesem Material, nicht in dieser feinen Form, aber mit ähnlichem Material gefüllt. Und dadurch hat sich der Ozean zu dem eigentlichen Erdölreaktor umgeformt. Und alles Erdöl, was wir heute haben, war vorher mal biologische Masse, war also vorher mal Müll. Ist Ihr Diesel also die Lösung aller Probleme, ganz salopp gesagt? Ja, der Diesel ist die Möglichkeit, um umweltschonend, also ohne Belastung der Umwelt, die Entsorgungsproblematik durchzuführen. Das heißt, das Ziel war ja eigentlich, die Reststoffe umweltfreundlich zu entsorgen. Ja. Und das geht nur im flüssigen Zustand. Und dann ist eben zwangsläufig das Ergebnis nicht ein Gas, sondern eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist nun ein hochwertiger Diesel, was wir natürlich am Anfang nicht gewusst haben. Aber er ist auf jeden Fall in der Größenordnung des Tankstellendiesels mit einem etwas höheren Heizwert. Wenn solche Anlagen wie Ihre irgendwann nun doch einmal in Deutschland genehmigt werden würden, in welchen Größenordnungen könnten Sie denn im Markt eingreifen?
Wir haben dazu gute Recherchen, indem wir sehen, dass wir 14% der gesamten CO2-Emissionen aus den Treibstoffen rekrutieren, aber 32% der Emissionen kommen aus der Landwirtschaft. Das ist also logisch, wenn es uns gelingt, mit einem Wirkungsgrad 50, 60, 70%, was wir durchaus realisieren können, diese landwirtschaftlichen Reste in Treibstoffe umzuwandeln, dann könnte man genau diese Sachen zur Deckung bringen. Denn interessant ist ja, ist die Erde auch heute noch bei 6,5 Milliarden Menschen in der Lage, so viel über die Sonnenenergie an Biomasse zu entwickeln, wie wir dann auch für unsere industrielle und Transport Energie brauchen. Und das können wir nur mit Ja beantworten. Das ist hoffentlich bald keine Utopie mehr, was Sie uns hier erzählen, Herr Dr. Koch. Aber es gibt, und das muss ich wirklich ganz deutlich gesagt haben, in Deutschland Verhinderer dieses Verfahrens. Leute, die also partout nicht wollen, dass ihr Verfahren in Deutschland angewandt wird. Im Ausland haben Sie ja schon solche Anlagen gebaut. Warum wird das in Deutschland nicht genehmigt? In Deutschland haben wir ein Institut, welches sich zur Aufgabe gestellt hat, dieses Verfahren zu verhindern. Das ist das Institut für Landwirtschaft und Ernährung. Und die haben nun, ohne sich mit dem Verfahren zu beschäftigen, einen Gutachtenauftrag gegeben, um nachzuweisen, dass dieses Verfahren nicht angewendet werden soll. Diese Tatsache haben sie an alle Banken gegeben, haben sie an alle Förderstellen gegeben. Und deswegen geht es bis dahin, dass also Leute, die eine solche Anlage in Deutschland als Förderung beantragen, bestraft werden wegen Subventionsbetrug. Was läuft da ab? Wer sind da die großen Verhinderer? Sind es die großen Lobbyisten der Konzerne? Wer haut da dazwischen? Ja gut, man das kann ja nicht nur dieses Institut sein. Gut, in dem Institut sitzen natürlich Leute, die das konsequent tun. In welchem Auftrag sie machen, das steht mir nicht zu, das zu sagen. Ich schaue immer nach vorne. Das ist eine großartige Entwicklung, ist ein großartiger Geschenk, was uns gerade zur rechten Zeit zur Verfügung gestellt wird. Wir haben wunderbare Turbinen, wir haben eine Anlagentechnik, die, wenn wir sie in Serien bauen dürften und könnten, einen preiswerten Treibstoff uns zur Verfügung steht in ausreichender Menge. Wir haben genügend Bedarf an Diesel, sodass ich also nicht gerne zurückschaue. Aber es gibt natürlich auch in der Bundesregierung Kräfte, die jetzt aufgewacht sind und sich mit diesem Problem beschäftigen. Und da tut sich einiges in den nächsten Wochen und Monaten. Herr Dr. Koch, ich verspreche Ihnen, wir sehen uns bald wieder und dann verkünden wir, dass die erste Anlage in Deutschland laufen wird. Herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns und Hals und Bein. Vielen Dank.